Die Münchner Tatortkommissare Bartitsch und Leitmeier, die haben echt schon viel erlebt in ihren 30 Dienstjahren, aber sowas noch nicht. Ihr hört Fufis Film und Fernsehen in Serie von FilmTV mit dem Tatort-Check. Wunder gibt es immer wieder, heißt der neue Fall, der die Kommissare raus aus der Stadt zu den Nonnen nach Oberbayern führt. Bartitsch und Leitmeier also diesmal in einem Kloster. Wie kommt's, Philipp Münscher? Ja, in München kommt ein Regionalzug an und darin sitzt ein Toter. Der landet dann bei Rechtsmediziner Steinbrecher auf dem Seziertisch. Stumpfe Gewalteinwirkung, hätte ich sagen. Also so von außen betrachtet tippe ich darauf, dass eine innere Blutung die Atemlähmung ausgelöst hat. Stefan Lechner heißt der Mann. Lauter Heiligenbilder hat er da. Postkarte vom Kloster, vielleicht der Mann des Glaubens. Tja. Kloster zum Heiligen Kreuz, Dannerberg. Fahrkarte passt auch dazu. Dannerberg? Ja, das ist Richtung Österreich, fast schon in Tirol, glaube ich. Ist er mir da überhaupt zuständig? Münchner Leiche, Münchner Fall. Ah ja, dann. Stefan Lechners letzter Aufenthalt war dieses Kloster in Dannerberg. Also machen sich die Kommissare auf den Weg nach Oberbayern. Und was ist das genau für ein Kloster? Eine wunderschöne große Anlage im Alpenvorland, ein Nonnenkloster, in dem 7 heilige Schwestern leben. Und da werden die Kommissare ganz herzlich begrüßt, allerdings auf Italienisch. Buongiorno. Buongiorno. Hanno fatto un buon viaggio? Ja, danke, wir sind gut durchgekommen. Ah, Sie sind gar nicht vom Vatikan? Nein. München ist nah dran am Vatikan, aber muss Sie enttäuschen. Und was machen Sie dann hier? Kennen Sie einen Herrn Lechner? Stefan Lechner. Ja, der Herr Lechner macht bei uns die Buchführung. Tja, die Schwestern erwarten eigentlich 2 Herren aus dem Vatikan. Warum, das verraten sie nicht und das interessiert die Kommissare auch erstmal gar nicht. Sie wollen wissen, wer ein Motiv hatte, den Wirtschaftsprüfer um die Ecke zu bringen. Denn Gerichtsmediziner Steinbrecher hat mittlerweile herausgefunden, dass Lechner vergiftet wurde. Conium maculatum, gefleckter Schierling. Sokrates, verstehst? Das Gift wirkt zeitverzögert. 15 bis 18 Stunden im Voraus ist es ihm verabreicht worden, würde ich sagen. Das heißt in der Nacht, als er noch hier im Kloster war. Tja, und dieser gefleckte Schierling, der wächst eben auch im Kräutergarten des Klosters. Okay, ist ja alles gut und schön, aber was für ein Motiv könnten denn die Nonnen überhaupt haben, um einen Mann zu vergiften? Ja, das herauszufinden, das ist eben die große Aufgabe für Bartitsch und Leitmeier. Sie quartieren sich in dem Kloster ein und sie merken bald, dass da seltsame Dinge vor sich gehen. Was zum Beispiel hat der Hausmeister zu verbergen? Und was wollen diese beiden Herren aus dem Vatikan, die da mittlerweile auch eingetroffen sind? Das ist eine kircheninterne Angelegenheit. Ja, das hat man uns schon gesagt. Wenn wir auf etwas stoßen, was für Sie interessant sein könnte, dann sagen wir Ihnen Bescheid. Geben Sie uns Bescheid. Versprochen. Genau. Am Ende sagen wir uns alle dann gegenseitig Bescheid. Hm? Nochmals halt noch. Italia uno, Deutschland zero, würde ich sagen. Erste Halbzeit, würde ich sagen. Tja, kircheninterne Angelegenheit. Diesen Satz hören die Kommissare öfter bei ihren Ermittlungen. Die Münchner kriegen, wie eigentlich immer, die Mischung aus ernsthaft und komisch ziemlich souverän hin. Dieser Tatort, der taucht also ein in diesen Mikrokosmos Kloster, eine ungewohnte, aber auch ziemlich faszinierende Welt. Aber der Film spielt nicht einfach mit den üblichen Nonnenklischees. Die Schwestern sind keine aus der Zeit gefallenen Figuren, sondern weltlicher und nahbarer, als man so denken würde. Sie spekulieren mit Aktien und sie betreiben einen lukrativen Online-Shop. Gedreht wurde der Film im leerstehenden Karmeliterkloster Reisach im Kreis Rosenheim. Eine wirklich perfekte Kulisse für diesen Film. Sieht wunderschön aus, könnt ihr euch auch angucken. Am Sonntag, 19. Dezember, 20.15 Uhr im Ersten oder wie immer auch in der Mediathek. Der Tatort heißt Wunder gibt es immer wieder.